Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Zockerecken Games mit mir, dem Fuchs, und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, ich bin wieder da. Ich habe ja lange auf mich warten lassen. Es gab ja schon lange keine Zockerecken Games Sendung mehr. Ja, und ich habe jetzt doch endlich mal wieder Zeit gefunden und mich dazu entschlossen, die Sendung weiterzuführen. Und heute fangen wir mal erstmal an mit einer Runde Informationsgeschichte, was so gerade aktuell ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Und dann wollen wir auch direkt mal anfangen. Und zwar, ja, wir haben ja jetzt den Februar. Februar bedeutet ja neue Games with Gold Titel. Und ja, da lässt sich auch Xbox mal wieder nicht lumpen. Obwohl die Xbox Goldspiele jetzt nicht so der Knaller wieder sind. Wir hoffen natürlich immer noch auf ein richtig gutes Spiel, aber da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Wer vielleicht noch vom letzten Monat weiß, vom Januar, da gab es das Spiel Z-Heroes. Das haben sie jetzt noch mit in den Februar mit reingenommen. Also das könnt ihr noch bis zum 15. Februar, bekommt ihr das auch noch. Und ab 1. ist jetzt das Spiel Hand of Fate verfügbar. Wer es noch nicht von euch kennt, ist auch ein Spiel, was ich vorher auch noch nicht kannte. Es ist ein Kartenspiel mit einer rollenspielähnlichen Mischung. Also man spielt Karten aus und hat dann, sag ich mal, eine 3D-Welt, wo sich die Spieler dann halt bewegen. Also es ist halt nicht ganz trockenes Kartenspiel, ist halt auch ein bisschen mit Action zu sehen. Ja, das müsst ihr davon euch selber mal ausprobieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Ich habe nur ein bisschen drüber gelesen, was es so sein soll. Und ja, da Kartenspiele ja nun jetzt nicht so in meinem Interesse liegen, habe ich da auch noch nicht reingeguckt. Werde ich aber auf jeden Fall nochmal machen, wenn ich die Zeit dafür finde. Genau. Und ja, das ist jetzt gerade für die Xbox One erhältlich. Und ab dem 16. Februar ist das Spiel Styx, Master of Shadows. Ich hoffe, so wird es ausgesprochen. Ja, das ist ein Spiel, wo ich sage, okay, da könnte man ja mal wieder reinschauen. Das Spiel kam damals in den Store, ich glaube, für ich weiß nicht, ob 30 Euro hat es gekostet. Und ja, es geht da um so einen kleinen Kobold. Es ist ein 3D-Spiel und spielt sich überwiegend so in so Kerkern ab und dunklen Gemäuern. Genau, und du bist halt so ein kleiner Goblin und musst halt Attentate vollziehen, ja. Ich habe ein paar Videos damals gesehen, bei Twitch habe ich mir angeguckt und das sah ziemlich cool aus, aber war kein Grund für mich, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall dafür, um die 30 Euro auszugeben. Das war nicht so mein Ding. Genau, das ist auf jeden Fall, was so die Warner diesen Monat erwartet, also an Mon-Spielen. Ihr wisst ja natürlich auch, dass ihr auch die 360-Spiele ja nun spielen könnt, was die Sache natürlich noch ein bisschen interessanter macht. Und da gibt es jetzt für die Xbox 360 Sacred Citadel, ja. Ja, Sacred kennt bestimmt jeder von euch, das RPG-Rollenspiel mit der Vogelperspektive. Und ja, da haben sie so ein Ding rausgebracht, was so ein bisschen auf kindlich gemacht ist, aber nicht diesmal von oben, sondern mehr so von der Seite, 2D gemacht. Und ja, trotzdem noch den Sacred so ein bisschen Hintergrund. Also es ist ein Abenteuerspiel, ja, was halt so ein bisschen, es erinnert mich auch so ein bisschen an, wie heißt das hier, an Fable, ja. Da gab es ja auch mal dieses Fable, dieses eine Spiel, was als letztes, glaube ich, für die 360 rauskam. Ich weiß nicht mehr, war auch ein Arcade-Spiel. Das war auch so ein bisschen auf Comic-Grafik gemacht. Das war ziemlich lustig, ja. Ja, und ab der zweiten Monatshälfte kommt dann Banjo Bazooki Nuts and Bowls. Ja, ist auch ein ganz, ganz alter Titel. Vergleichbar, wer das noch kennt von früher, so PlayStation-Zeiten, PlayStation 1 und so weiter, Crash Bandicoot, sowas, ja. Ist bloß dieser mit so einem Bären. Und ist genau dasselbe eigentlich, ja. Mit 3D-Welt Jump'n'Run-Geschichte. Und ja, das Spiel kommt als Ersatz, ja, weil nämlich eigentlich gibt es ja Gears of War 2, ja, gibt es ja leider nicht, weil das in Deutschland indiziert wurde. Und ja, Pech gehabt, wir können mal wieder in die Röhre schauen, es gibt kein Gears of War 2, aber wer es noch nicht weiß, es geht auch anders, wie ihr das Spiel bekommt. Das ist ganz einfach, ihr müsst einfach eure Konsole auf österreichisch umstellen, ja, in den Einstellungen, und so, dass ihr den österreichischen Store seht, und dann könnt ihr das Spiel dann auch runterladen, und wenn ihr wieder auf Deutsch schaltet,
könnt ihr das dann auch spielen, ja? Ja, das ist der kleine Trick dabei. Das ist genauso wie bei Dying Light und so weiter. Das sind ja Spiele, die sind ja in Deutschland hier nicht käuflich zu erwerben. Und da kann man das schon mal machen. Und die Spiele bleiben auch auf eurer Konsole. Also auch wenn ihr die auf Deutsch umschaltet, könnt ihr die Spiele trotzdem sehen. Genau. Und damit wären es halt für die Wanna diesen Monat ja, 6 Spiele sozusagen, ja, die ihr zocken könnt. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall erstmal einen fetten Februar und let's talk, wa? Genau. Ja, und dann wollen wir mal zu den Wochengeschichten kommen. Und zwar ist ja seit gestern auch wieder die Deals fürs Gold draußen. Ich werde die jetzt mal kurz runterrattern, weil die Liste sehr groß ist. Ja, da fangen wir mal mit den One-Spielen an. Vom 2. bis 8. Februar geht die ganze Geschichte. Und da haben wir einmal Formel 1 2015. Hand of Fate habe ich gerade schon erzählt. Instant Indie Collection ist, ja, wie ich schon sagte, ist ein Indie-Spiel. Just Dance 2016. Dann gibt es wieder Mittelerde, Mordor's Schatten. Und den Season Pass Overlord des Bösen. Pump BMX, Rise, Legendäre Edition, The Swapper, Toto, Temple Deluxe und Watchdog Complete Edition. Genau, das ist für die One. Und dann gibt es noch exklusiv hat Electronic Arts in seinem EA Aces eine Sale gemacht und ja, dazu müsst ihr euch halt die Aces App runterladen und da gibt es halt für die Woche auch Rabatte bis zu ja, ich sehe hier bis zu 67% unter anderem Battlefield 4 und Battlefield Hardline, sämtliche Editions, Standard, Deluxe und Ultimate Edition. Dann haben wir FIFA 16, die gleiche Kiste, Madden NFL 16. Ja, dann ist wieder Need for Speed dabei, ja, diesmal für 23,10 €, ja. Also ich habe es ja noch zu Weihnachten für 28 gekauft und ja, es wird immer billiger. NHL 16, dann PGA Tour, das ist ja Golf, wa? Star Wars Battlefront ist im Angebot, genau, und das ist alles von EA. Ja, dann die 360-Spiele, da haben wir den Hitman, ja, Absolution, Blood Money, das HD-Pack, ja, die sind alle bis 75% günstiger, also da kriegt man Hitman für 4,99 €. Ja, da brauchst du ja nicht großartig überlegen, da kannst du schon direkt zuschlagen. Ich weiß natürlich nicht, ob das Spiel schon auf der Liste steht, auf der Abwärtsliste, dann wäre das für die Warner natürlich auch ein Schnäppchen, sag ich mal. Wa? Genau, und ja, da hat EA natürlich dann auch wieder für die 360 Leute genau das gleiche gemacht. Da gibt es dann Army of Two, dann BG Wheels, ja, das ist das, ganz schlecht aussprechen, das ist das mit den, was man auf dem Handy hat, mit den Diamanten. Bulletstorm, Crisis 2 und 3, Dragon Age 2, Feeling Frenzy, FIFA 16, Heavy Weapon, Kingdoms of Amalur, Madden NFL 16, Football 14, NHL Legacy Edition, Need for Speed Most Wanted. Was ich dazu sagen muss, ja, nur mal kurz umgeschwenkt für die PCler. Und zwar ist heute, ja, bei Origin müsst ihr euch den ne, runterladen, ja, den Downloader da. Da ist Most Wanted momentan kostenlos, ja. Also schnell zugreifen, bevor es wieder was kostet. Genau, NFL, Peggle, Skate 3 und Zuma. Ja, die ganzen Spiele sind für die 360 zu haben. Bis zu 70% sind die Dinger runtergesetzt. Ja, es gibt auf jeden Fall wieder eine Menge Deals. So, dann, ja, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, läuft die ganze Zeit schon ein Video, und zwar von Dirt Rally, ja. Das Spiel ist ja schon seit der ganzen Woche völlig, ja, völlig in den Medien. Also jeden Tag kommen ja neue Informationen über das Spiel. Und das wird auch Hammer für den PC gibt es das ja schon. Und für die One müsste ich mal nachgucken. Release-Liste. Ich glaube, das war, was war denn das? Ja, ach ja, genau. Am 5. April kommt das Spiel raus. Ja, darauf bin ich auf jeden Fall persönlich auch schon ganz heiß. Ich glaube, ich habe ja keinen Dirt-Teil ausgelassen. Ich habe ja alle gespielt. Von Colin McRae damals bis Dirt habe ich alles mitgenommen.
Und ja, die Aufnahmen sind jetzt hier gerade vom PC zu sehen. Und es sieht auf jeden Fall richtig Hammer aus, das Spiel. Und ich freue mich auf jeden Fall schon. Wenn das rauskommt, ja, müsst ihr einschalten, werde ich auf jeden Fall Testvideos machen. Genau, und ja, da kommen dauernd neue Screenshots zu dem Spiel, neue Videos werden jeden Tag gepostet. Also es kommt hier zacki zacki hintereinander. Da solltet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben bei dem Spiel. Das ist ein richtiges Hot Game. Ja, also es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Es ist alles dabei. Mal wieder. Also die Grafik sieht auf jeden Fall schon richtig cool aus. Und ja, solltet ihr euch auf jeden Fall vormerken. Genau, dann kommen wir mal ganz kurz zu, und zwar, ach ja genau, was ich noch sagen wollte, heute kommt ja das erste Add-on für Need for Speed raus. Muss man ganz kurz hier suchen, wo war der Beitrag? Na, na, na. Need for Speed war hier, wo war's? Kommen wir gleich dazu. Na, sag mal, wo ist denn das? Schon wieder so lange her? Hier ist es, genau. Das war ein bisschen. Genau, da hat man ja unter anderem auch diesmal führen sie einen so einen Snapshot-Modus, ja, wo man schön Fotos machen kann von seinem Car. Genau, hier habe ich es. Genau, und zwar geht es da um so ein Showcase. Genau, da könnt ihr halt überall auf der Welt, könnt ihr da richtig Fotos machen, egal wo, ja. Ja, es kommt, was kommt in diesem Update? Also Update ist auf jeden Fall erstmal für alle kostenlos, was schon mal echt cool ist. Und es kommen wieder, also neue Tuning-Teile, aber nur für ausgewählte Autos. Und zwar sind da unter anderem der Ford Focus, Chevrolet Camaro, BMW, Ford Mustang, Mazda MX-5, Nissan und Subaru. Die Autos kriegen neue Tuning-Teile. Und genau. Und dann gibt es, was ein sehr wichtiger Punkt ist, das hat mich ja an dem Spiel gestört, das ist die Sache mit dem Multiplayer-Rennen, dass wenn die Leute mit dir zusammen zocken, du wirst ja auf irgendeine Karte geworfen mit, keine Ahnung, 8 Spielern oder so. Und wenn ich mal keinen Bock auf Story habe, würde natürlich auch gerne im Rennen fahren, ist ja logisch. Ja, und das ist meistens immer so, dass die Leute anscheinend, die sind so in ihre Geschichte vertieft, dass sie gar keinen Bock drauf haben. Ja? Und man kann halt in dem Spiel, kann man, also eine Nachricht rausschicken, sodass alle Leute informiert werden, oh, ich möchte gerne mit allen jetzt ein Rundrennen machen oder ein Würfrennen, ja. Und ich glaube, also kann sagen, 95% der Leute sagen ab. Ja. Und das fand ich halt ein bisschen blöd. Und jetzt hat EA darauf reagiert und führt einen direkten Multiplayer-Modus ein, ja, wo nur ambitionierte Menschen drin sind, die nur Online-Rennen fahren wollen. Ja. Und das finde ich schon mal cool. Das macht die Sache schon mal viel geiler. Und da wird halt dieses All-Drive-Verfahren wieder eingeführt, was ihr bestimmt von den alten Spielen her kennt. Da konnte man ja direkt mit dem Steuerkreuz, hat man oben links das Drive-Teil gehabt und konnte es direkt halt ja, die Missionen auswählen und konnte es halt Online-Rennen einsteigen und erstellen und so weiter. Das fand ich auf jeden Fall schon ganz cool, ja. Genau. Und ja, dazu kommen auch halt neue Folien und also was Lackierung kommen dazu. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt ja, für mich uninteressant sind. Da finde ich halt einfach den Online-Modus, den finde ich schon sehr interessant. Ja, wichtig ist, man sieht auch, dass die Leute auch was tun für ihr Spiel. Ja, das hat ja Electronic Arts mit seinen Spielen nicht so drauf und gerade die Autorennspiele werden ja auch sehr vernachlässigt, finde ich. Und ja, genau. Dann ganz neue Geschichte. Und zwar, es kommt ein neues Lego-Spiel raus. Ich glaube, habe gelesen, am 28. Juni oder Juli war das. Genau, Star Wars, das Erwachen der Macht. Juhu! ja, finde ich cool, dass sie das gemacht haben. Werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Die Lego-Spiele sind ja immer richtig cool und ja, da lasse ich mich auf jeden Fall schon mal überraschen. Ja, was gibt es noch zu erwähnen? Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 steht ja kurz bevor, ja, ist ja glaube ich, muss ich überlegen, ich glaube nächste Woche ist es soweit, dass das Spiel rauskommt. Ja, wo ist es?
Ach, nächste Woche. Am 25. Februar, also erst Ende des Monats, mein Gott, habe ich ja voll verpeilt. Ja, da kommt es auf jeden Fall raus. Wird auch sehr interessant. Und ja, was gibt es noch zu erzählen? Für alle Rollenspielfans, ja, die haben bestimmt schon mitbekommen, dass ja Bethesda ja, an The Elder Scrolls Online weiterfummelt. Ja, finde ich sehr geil. Und da kommt jetzt im März das nächste Add-on raus. Und zwar die Diebesgilde. Ja, gibt wieder ein neues Gebiet. Ja, soll diesmal in den südlichen Teil kommen. Ja, so mit Palmen und Strand und die ganze Geschichte. Wird wieder eine Story geben, eine ordentliche Story. Und ja, und auch jede Menge andere Feinheiten vom Hauptspiel werden natürlich geändert. Wiederum erzählen sie, sie wollen immer noch weiter den Dungeon Browser wollen sie verbessern, wird auch Zeit. Also ist auf jeden Fall schon mal ganz gut geworden. Man kriegt jetzt immer eine ganz gute Ini. Problem ist immer irgendwie noch so, dass es irgendwie mit den Schwierigkeiten nicht so richtig hinhaut. Ja, also immer wenn ich in eine Ini gehe, ich bin ja noch nicht mal hier von den Champions Rang oder was es da ist, noch nicht mal den ersten da. Ich bin ja gerade mal Level 41. Und das ist natürlich dann irgendwie immer komisch, wenn ich dann so eine Indie reinkomme, dann ist es extrem schwer, finde ich. Und ja, das weiß ich nicht. Also entweder bin ich zu blöd dafür oder das ist wirklich so und die sollten es echt mal ändern. So, macht keinen Sinn. Ja, und noch viele kleine andere Sachen, aber das werde ich euch dann erzählen. Ich werde mir das DLC auf jeden Fall besorgen. Ich bin ja jetzt gerade dabei, in Orsinium mich da so rumzutreiben und das mal da durchzudaddeln. Da ist ja auch eine Menge zu tun und ja, auf jeden Fall gab es ja vor kurzem, 3 Wochen oder so, gab es einen riesengroßen Bericht über Teso, über den Plan von 2016 und den fand ich ziemlich interessant und da hat Bethesda jetzt versprochen, dass es jedes Quartal gibt es ein DLC. Ja, finde ich sehr mutig, alle 3 Monate kommt neuer Content, finde ich klasse, so wird es nicht langweilig, so wird es auf jeden Fall geil. Ja, und das zweite DLC ist natürlich auch schon angekündigt. Also es gibt noch kein Datum dafür, aber halt zwischen März und Juni. März, April, Mai, Juni, genau. Ja, da kommt noch ein anderes Add-on. Namen habe ich jetzt gerade nicht so parat, aber es steht auf jeden Fall schon fest, was da kommt und da freue ich mich auch schon drauf. Genau. Ja, dann noch kommen wir nochmal zum anderen guten Rollenspiel, was ich momentan ziemlich suchte, ist Neverwinter. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber irgendwie reizt mich das Spiel von allem, so Kampfsystem richtig flott und ja, Grafik erinnert mich so wieder auch ein bisschen an WoW, so sehr farbenfroh und so weiter. Ich kann über die instanzierten Gebiete kann ich drüber hinwegsehen, ja, aber es macht einfach einen Heidenspaß, ja. Ich habe jetzt, es lag wahrscheinlich an der Klasse, ich hatte vorher einen Jäger und ja, irgendwie war der nicht so gut und jetzt habe ich einen Zwerg, also ein Kampf, wie sagt man dazu, also eine Kampfklasse mit Schwert, mit Zweihandschwert und das macht natürlich richtig Laune, ja, das Spiel geht richtig gut ab, Instanzen sind auch alle super, du findest immer Leute online, ist richtig geil und ja, da ist ja aktuell auf der Konsole ist ja dieses Stronghold, ja, und der PC, da läuft es ja schon ein bisschen schneller, ja, seit, ich glaube, ich muss lügen, aber ich glaube, seit Oktober haben die Leute schon das neue Add-on. Der Name, der ist mir gerade entfallen. Ich muss schnell mal reinlinsen. Mein Laptop hier war ein bisschen schneller arbeiten würde. Ich muss mal gucken hier, wie heißt denn das? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, manchmal, es sind immer so viele Namen, es entfällt einem einfach. Ach genau, Underdark. Ja, genau, und zwar, genau, und das gibt es für PC-Spieler schon seit letztes Jahr. Und ja, die Warner kriegen es jetzt am 9. Februar. Das ist ja dann schon nächste Woche und ja, ich bin sofort dabei, ich bin gerade dabei richtig zu knippeln, dass ich da hinkomme. Und das Lustige ist, dass bei Underdark, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber irgendein Schriftsteller hat die Geschichte für Dungeons and Dragons geschrieben. Und wie das gibt auch
wie ich ja denn schon sage, es gibt auch wieder eine neue Story-Linie und neue Verliese, ja. Also wunderbar. Aber das ist natürlich nicht alles und das ist ja gerade das Geile. Also ich merke, an dem Spiel wird richtig gebaut und es ist noch nicht mal das für die One draußen. Jetzt ist schon, da kam ja heute schon eine neue, die neuen News und zwar gibt es, oh, das ist schon die 9. Erweiterung, so viel schon. The Maze Engine. Ja, The Maze Engine soll erstmal, also kommt erstmal für den PC raus, für die One wahrscheinlich wieder Weihnachten oder so ein Scheiß, ja. Ja, und es soll direkt an Underdark anknüpfen, an der Geschichte und so weitergehen, mit neuen Verliesen und diesmal soll auch ein Verlies in einer Enklave kommen, ja. Ja, also da ist so viel Information, ja, finde ich auf jeden Fall richtig klasse. Also muss ich sagen, freue ich mich drauf und ja, ansonsten, ja, glaube ich, habe ich erstmal weiter nichts zu sagen. Das Einzige, was ich euch nicht vorenthalten möchte, was ich ja früher schon immer gemacht habe, das ist ja die Release-Liste. Und ja, ich versuche, wenn ich es kann, natürlich die Zocker-Ecken-Games jetzt wieder jede Woche zu machen. Und ja, ich, weil wir jetzt Anfang des Monats haben, werde ich euch mal kurz die Spiele nochmal vorstellen, die nochmal im Februar kommen. Und zwar kommt dann da in 2 Tagen wieder mal ein Naruto Shippuden-Spiel raus. Ja, wir haben ja schon nicht genug von dem Zeug. Ja, ich muss nochmal einhaken, Blitzesgedanke. Ja, für alle Black Ops 3 Spieler, es sind ja die neuen Karten draußen, The Awakening, ja, sag ich mal. Und ja, leider seit gestern ist ja erst die PlayStation dran, weil die Call of Duty Macher haben ja diesmal gesagt, wir sind jetzt diesmal exklusiv für die PS4 da, vorher war es ja für Microsoft, sind leider rübergegangen. Und daher müssen wir jetzt einen Monat warten, ja, was natürlich beknackt ist. Ja, und zwar, wir haben 4 neue Karten, ja, ich habe sie schon gesehen, unter anderem spielt man diesmal in einen riesengroßen Rutschenpark. Ja, das ist es wieder, ja, also wer Black Ops Fan ist, ja, und ich bin ein Black Ops Fan, ja, also die anderen Spiele hatten auch zwar ihr, ja, aber ich bin Black Ops Fan. Ich spiele immer noch Black Ops 2 und es ist einfach so. Da merkt man wieder, das sind die Leute. Und die haben auch früher die Sachen gemacht mit der Halfpipe und mit dem Paintball-Gelände und so. Das war Black Ops, ja. Das waren die Macher von Black Ops. Und diesmal machen die das jetzt wieder und da gibt es einen Rutschenpark und das sah richtig cool aus. Und eine geile Karte von Black Ops 2 ist High Jacket, ja. Wer das noch kennt auf dem Boot, nennt sich jetzt Sky Jacket. Und ja, diesmal ein riesengroßes Schiff, was in der Luft schwebt. Und da können wir drauf kämpfen und das wird absolut geil, ja. Ja, wie gesagt, wir Warner müssen leider noch einen Monat warten, aber das werden wir auch noch überleben. Genau, am 9. Februar kommt Unravel raus. Das ist das Spiel mit diesem kleinen Knollwickel-Typchen-Kackteil da. Ich habe es damals bei Microsoft auf der Messe da gesehen. Ja, da läufst du halt mit so einem kleinen Knäuel-Typ rum und der verliert immer eine Schnur. Und ja, mit der Schnur kann man sich halt dann irgendwo ranhängen und dann kann er da so tolle Sachen machen. Genau, ist ein Electronic Arts Spiel und das werde ich auf jeden Fall auch mal in meiner Sendung vorstellen. Ja, dann kommt Mighty Number 9, sagt mir jetzt nicht so viel. Ja, Rocket League soll am 15.02. rauskommen, wir werden sehen, ob es wirklich so ist. Ist ja schon der große Kracher auf Steam geworden, das Autofußballspiel. Mal sehen, wie es sich auf der Konsole zeigt. Genau, dann kommt noch diesen Monat raus Far Cry Primal, ja, ein neuer Far Cry Teil, der diesmal in der Steinzeit spielt, was total ungewöhnlich ist. Ja, ich bin noch nicht so von überzeugt. Wir werden sehen, ob sich das Teil durchbohrt. Ja, am 25. Februar, wie gesagt, kommt Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 raus. Und ja, danach dann am 26. kommt Holzfäller Simulator und der Landwirt 2016. Ja, wer auf so eine Spiele steht, also ich tue es nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, das war es dann auch schon wieder im Februar. Da sind auf jeden Fall einige Spiele dabei. Aber ich glaube, wir haben momentan schon genug zu spielen und wir können uns da auch nicht beklagen. Genau, ja, das war es dann erstmal dieses Mal für die Zocker-Ecken-Games, ja, die Sendung am Dienstag.
ja, heute ist ja Mittwoch, aber soll ja eigentlich mal Dienstag kommen. Vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche, dass ich am Dienstag wieder am Start bin. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen versuchen, das wieder so ein bisschen aufzubauen und das nächste Mal wieder Leon mit einzubeziehen, dass der mal was testen kann, wenn mal wieder ein Spiel da ist, ein gutes. Und ja, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ja, euer Xbox-Kanal, ja, Zocker-Ecken-Games. Und ja, ich würde sagen, bleibt mir treu, schaut meine Videos und wir sehen uns nächste Woche, ja? Bis dann, ciao, ciao!